Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Update auf dem Kanal. Es ist der 28.04.2018, 17.36 Uhr. Wir reden heute mal nicht über Bitcoin, sondern über iOS. iOS outperformt den Markt momentan total. Wir schauen uns gleich an, was bei iOS so abgeht, was ihr über iOS so wissen sollt, was meine Meinung zu iOS ist. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Davor noch ein kurzer Hinweis auf meine Twitter-Seite. Ich habe nämlich seit heute einen Twitter-Account gemacht, einfach aus dem Grund, da unsere Telegram-Gruppe schon ziemlich überfüllt ist. Ich bin zwar noch immer fast 24/7 in der Gruppe aktiv, aber wenn ich wirklich mal wichtige Nachrichten habe oder auch so Chartbilder, dann werde ich die in Zukunft auf Twitter posten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Twitter folgt. Ich würde sagen, wir starten vorher nochmal kurz auf CoinMarketCap, schauen uns die Lage generell an. Wir hatten gestern Bitcoin, der einen kleinen Ausbruch geschafft hat, aus dem Kanal, und wir haben dann eine erwartete Korrektur gesehen, die ist dann in der Nacht gekommen. Die Korrektur ging auf 8.950 sowas runter. Wir hatten, glaube ich, eine Kerze, die auf 8.850 runterging. Seitdem pusht der Bitcoin wieder ordentlich nach oben. Wir waren zwischenzeitlich schon wieder über 9.300, sind jetzt momentan gerade in der aktuellen Minute wieder eine kleine Korrektur. Bitcoin-Analyse gibt es heute keine. Wir reden heute eher fundamental über EOS. Hat den Grund, dass jetzt wirklich sehr viele neue Abonnenten auf den Kanal gekommen sind und ich wirklich immer wieder die Frage bekomme, ob ich dann auch neben den Chartanalysen auch ein bisschen mehr fundamentales Zeug mache, und dem Wunsch gehe ich natürlich nach. Die Chartanalysen haben natürlich trotzdem höchste Priorität, aber wenn ich ab und zu wirklich was sehe, was fundamental wirklich meine Aufmerksamkeit erregt, so wie iOS jetzt, dann werde ich natürlich auch über SOS berichten. Und wir reden jetzt auch gleich über iOS, denn iOS hat es geschafft, sein All-Time-High vom Dezember, glaube ich, war es, die 18 Dollar irgendwas, zu durchbrechen. Und das finde ich natürlich schon sehr außergewöhnlich. Wir sind hier auf Cardano. Cardano, einer meiner Lieblingscoins und auch sozusagen ein Ethereum-Killer. Aber iOS wird momentan als der Ethereum-Killer schlechthin bezeichnet. Wir hatten zwar schon wirklich extrem viele Coins, die diesen Ruf ja genießen oder eben genossen haben, aber bei iOS scheint es momentan so, als würde wirklich jeder irgendwie in iOS investieren wollen. Und wir reden auch gleich darüber, was iOS denn so gut macht. Wir schauen uns hier nochmal die Entwicklung des Preises an. Und das ist eben das, was ich momentan so bemerkenswert finde, dass iOS jetzt trotz dieses Bärenmarktes ja den Markt so outperformt. Wir hatten, wenn wir uns hier anschauen, im Dezember iOS noch knapp bei 11 Dollar. Wir kamen dann am Januar zu einem Wert von 16 Dollar, natürlich danach der massive Dip, und seit dem 5. März, das ist wirklich unfassbar, von 4 Dollar auf knapp 20 Dollar jetzt, also knapp 18 Dollar irgendwas jetzt hoch, innerhalb von ein, zwei Monaten. Ich meine, jetzt haben wir Ende April, also zwei Monate, und da muss man schon sagen, gratuliere an alle, die in iOS investiert haben. Schreibe bitte in die Kommentare, ob ihr in iOS investiert seid. Ich habe mich letztes Jahr das erste Mal mit iOS auseinandergesetzt, habe dann aber nicht am ICO teilgenommen und habe dann auch nicht investiert, was natürlich jetzt rückwirkend betrachtet ein großer Fehler war, aber ich habe natürlich auch andere Coins, die genauso gut performen wie iOS. Was iOS eben jetzt so außergewöhnlich macht oder was iOS jetzt so pumpen lässt, ist einfach dieser Launch des Mainnets. Das ist jetzt in knapp 35 Tagen und ich habe mir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der Coin so lang dieses Momentum aufrechterhaltet. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie lange geht das so weiter? Schafft es iOS jetzt vielleicht noch auf 25 Dollar, 30 Dollar hoch? Langzeit ist iOS jetzt für mich wirklich ein Investment, wo man ein Auge drauf werfen sollte. Dennoch, gerade für mich als Chartanalysten bin ich immer darauf bedacht, gute Einstiegszeitpunkte zu finden. Und ein All-Time-High ist für mich jetzt nicht wirklich der Einstiegszeitpunkt, wo ich gerne in einen Coin investiere und wo ich dann natürlich auch oft sage, okay, ich passe lieber und suche mal einen anderen Coin. Wenn iOS jetzt nochmal droppt nach dem Mainnet-Launch oder wenn jetzt wirklich viele Leute ihren Profit rausholen, dann ist iOS für mich natürlich auch ein Coin, wo ich definitiv was reinlegen werde, weil rein zukunftstechnisch hat es einfach Sinn. Kommen wir mal dazu, was iOS jetzt macht. Jetzt haben wir gerade die anderen Themen alle abgewartet. iOS behauptet einfach von sich, oder die iOS-Community behauptet von sich, dass sie eben der Ethereum-Killer schlechthin sind. Was kann iOS? Auf iOS kann man eben dezentrale Apps schreiben, ähnlich wie auf Ethereum. Und der Gründer von iOS ist auch der Gründer von Steemit. Also das ist der Dan, ich weiß jetzt den Nachnamen nicht genau. Ich habe mir schon viele Videos von ihm angeschaut. Das ist wirklich ein Bitcoin-Veteran. Der hat das erste Mal 2009 Bitcoin gekauft, ist auch vollständig davon überzeugt von dieser dezentralen Zukunft und ist wirklich schon ewig im Game. Und wenn man sagt, okay, jemand hat iOS gegründet und Steemit, ja, dann zeigt das schon ein wenig von Können. Und es ist einfach für mich zumindest der Haupt USP von iOS ist einfach das App-Erstellen, also dieses Erstellen der dezentralen App ist einfach um ein Vielfaches leichter
alles auf Ethereum. Und da kommen wir jetzt halt zum Punkt Mainstream-Adaption. Wir wollen ja, dass mehr Firmen, mehr Unternehmen, mehr Investoren in die Kryptowelt reinkommen. Und da müssen wir einfach alle Barrieren so gut wie möglich beseitigen. Und das macht EOS im Vergleich zu Ether einfach um einiges besser, weil es einfach es möglich machen, dass einfach alle herkömmlichen Programmiersprachen eben Anwendung finden auf EOS. Die können wir wirklich alle, die, glaube ich, die bekanntesten Programmiersprachen kann man alle auf EOS nutzen. Im Gegenzug hat man Ether, wo man wirklich nur diese eigene Programmiersprache anwenden kann. Also Ether ist um einiges komplexer als EOS. Und das ist für mich auch so ein Grund, warum ich jetzt, glaube ich, sehe, dass gerade auch viele Investoren mit viel Geld in EOS gehen, weil es hinsichtlich Mainstream-Adaption schon einige Vorteile zu Ether hat. Ein anderer Vorteil, den wir gegen Ether haben und wo ich bei Ether auch immer stark, generell nicht nur bei Ether, sondern bei den meisten Coins auch immer ziemliche Probleme haben, ist die Skalierung. Wir haben riesen Skalierungsprobleme bei den meisten Kryptowährungen. Bei Bitcoin brauchen wir gar nicht drehen. Ether ist natürlich schon besser, was die Skalierungen betrifft. Ether schafft knapp 20 Transaktionen pro Sekunde, was aber im Vergleich zu Visa oder so natürlich auch gar nichts ist. Ich glaube, Visa schafft über 1000 Transaktionen und EOS setzt da eben auch an bei der Skalierbarkeit und schafft über 1 Million Transaktionen laut EOS. Also laut EOS ist jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht selber nachgeprüft, aber ich habe es im Internet gelesen. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, das selber nachzuprüfen, aber EOS schafft laut eigener Aussage, steht auch in dem Artikel 1 drinnen, über 1 Million Transaktionen pro Sekunde. Wir schauen uns jetzt auch noch kurz den Chart an und wir sehen einfach hier diesen unfassbaren Spike hoch und die Frage ist jetzt, wollt ihr diesen Hype noch mitnehmen? Für mich, ich tue mich da immer schwer. Ich bin da eher immer auf der saferen Seite, auf der konservativen Seite, wo ich einfach immer sage, okay, ich passe lieber, ich habe meine Coins, ich habe Cardano, der wirklich den Markt momentan auch gut performt, natürlich nicht so wie EOS. Ziemlich ähnliche Problemstellung, aber ich bin einfach ein Cardano-Fan und ich werde auch bei Cardano bleiben. Nur weil jetzt mal EOS Hype, werde ich nicht auf EOS wechseln. EOS ist natürlich schon extrem vielversprechend, muss ich auch sagen, von den fundamentalen Sachen her. Aber man muss auch ganz klar sagen, es wird immer ziemlich viel zu, also es wird viele Coins werden viel zu schnell gehypt und da muss man dann einfach abwarten, ob sich das dann wirklich so bestätigt, wie alles beschrieben ist, auch mit den 1 Million Transaktionen. Also im White Paper kann natürlich immer viel stehen. Ob das dann alles auch so 1:1 umgesetzt wird, ist dann die andere Frage. Auf alle Fälle ist EOS ein vielversprechendes Investment. Generell für mich fast alle Coins in der Top 20 sind ein Auge drauf wert, daran zu investieren. Also wenn ihr gerade Anfänger seid, würde ich immer auf die Top 20 schauen, bevor ihr dann irgendwie auf die Low Market Cap Coins schaut. Also da braucht ihr schon mehr Erfahrung, was auch das Analysieren der fundamentalen Infos betrifft. Und ja, die Frage ist jetzt hier, soll man hier noch rein investieren? Man zählt jetzt hier mal auf alle Fälle irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Wellen hoch. Ist das die fünfte Welle? Wie viel Platz hat EOS noch nach oben? Die Extensions sind hier natürlich auch massiv schon ausgereizt. Wir haben jetzt hier die 161.8 Extension, wo wir jetzt momentan noch Resistance haben. Schaffen wir jetzt hier noch die 261.8 Extension, ist die Frage. Für mich ist momentan EOS nicht der Coin, wo ich investieren will. Ich will fundamental betrachtet auf alle Fälle noch in EOS rein, aber ich warte noch ab, sollte jetzt irgendwie das Gegenteil eintreffen und EOS pumpt nochmal, was natürlich definitiv möglich ist, bei dem FOMO, was jetzt am Markt herrscht, könnte nochmal sein, dass EOS über 20 Dollar hochbricht, habe ich überhaupt kein Problem damit, ich habe meine Coins, in die ich wirklich fundamental glaube, wo ich meine Investments eben drin habe, solltet ihr auch diese Strategie verfolgen, dass ihr nicht wirklich auf jeden Hype ums Verrecken drauf anspringen und überall probiert, schnell euer Geld reinzuhauen, wenn mal ein Coin hochgeht. Es gibt genug Möglichkeiten für uns alle noch, die Coins zu erwischen. EOS ist auf alle Fälle mega interessant. Leider merkt man natürlich auch oft immer, wie gut ein Coin dann vielleicht sein könnte, wenn natürlich erst der größte Pump geschehen ist, muss ich natürlich auch sagen. Sonst hätte ich natürlich EOS letztes Jahr schon gekauft, beim ICO vielleicht sogar. Und ja, ich würde sagen, das reicht erstmal fürs Daily Update. Wenn ihr auch mehr fundamentale Nachrichten von mir hören wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Folgt mir bitte auf Twitter, wenn euch mein Content interessiert oder kommt in unsere Telegram-Gruppe. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.